Warum lohnt sich die intensive Feier und Mitfeier der Karwoche? So wurde dieser Tage Bischof Felix in Münster gefragt. Und er antwortete: Man muss es wirklich innerlich mitfeiern, um es zu erfahren, dann weiß man es. Es lohnt sich. Man wird vertiefter ins Christsein eingeführt. Und dann fragt der Fragensteller noch einmal nach. Das klingt ja zunächst mal ganz gut, vertiefter ins Christsein eingeführt. Was heißt das denn? Er fragt: Der Verrat des Judas, die schlafenden Jünger am Ölberg, die Verleugnung des Petrus, die Abkehr der Masse von Jesus, die ganze Passionsgeschichte offenbart die tiefe persönliche Tragödie Jesu. Können das Anknüpfungspunkte sein, sich heute Jesus zu nähern? Und Bischof Felix: Sie sprechen zunächst einmal vom Versagen der Kirche. Vom Versagen der Kirche. Denn Judas, die schlafenden Jünger am Ölberg, Petrus, das waren seine Jünger, seine Kirche damals. Er leidet, sie schlafen, verleugnen, verraten. Das ist eine ständige Herausforderung. Man wird merken, dass das Sterben Jesu keine Tragödie war, die aus einer unausweichlichen Verstrickung bestand, sondern ein freiwilliges Auf-sich-Nehmen all dieser Sündenschuld, einschließlich der Sünden seiner engsten Freunde. Das ruft zur Dankbarkeit auf. Es ruft aber zugleich auf, die Leiden des Herrn, die auch heute noch bestehen, mitzutragen. Und, so Bischof Felix, leidet er etwa zum Beispiel nicht an dem, was wir in den letzten Wochen alles an Missbrauch in den Reihen der Kirche erleben mussten? Können wir ihn in seinem Engagement für die Opfer unterstützen, die er nie aus den Augen verloren hat? Können wir nicht auch etwas sühnen für das, was die Täter getan haben? Oder sind diese Worte für uns völlig abwegig geworden? Fasten zum Beispiel ist Teilnahme am Leiden Jesu, und nicht bloß abspecken. Liebe Schwestern und Brüder, ich wollte Ihnen diese Sätze vorlesen, weil ich sie bemerkenswert finde und weil sie einen Klang haben, den wir gar nicht mehr gewohnt sind. Ich hoffe, Sie haben das gehört und sind auch ein wenig erschrocken. Können wir nicht sühnen etwa für das, was die Täter getan haben? Gibt es da nicht eine unglaubliche innere Abwehr? Sag, wie komme ich denn dazu? Diese Verkommenheit, dieses ganze Verbrechen ist doch schlimm genug. Jetzt werde ich auch noch davon kontaminiert. Das fehlt mir gerade noch. Ich bleibe ja gerade so auf der Grenze, gerade noch katholisch zu sein und nicht eben noch gerade zum entsprechenden zur Stelle zu gehen und uns abzumelden. Sühne? Sühne für Sünden? Es gibt eine Spur in der Frömmigkeit, vor allen Dingen auch im 20. Jahrhundert, die unter Sühne Masochismus verstand. Eine unendlich beleidigte Gottheit muss permanent zufriedengestellt werden. Und das nimmt nie ein Ende, weil die Sünden der Menschen kein Ende nehmen. Das ist eine Spur, die hat mit dem Sühnegedanken Jesu, mit dem, was Jesu Tod will, was Jesus auf sich nimmt und wie wir hier von Sühne sprechen und sie verstehen müssen, reichlich wenig zu tun. Wir wollen richtig davon sprechen, damit wir wirklich, und dazu sind wir eingeladen, nicht nur in der Karwoche, aber besonders dort, Sühne leisten können. Die Bibel versteht Sühne als ein Beziehungsverhältnis, ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und dem Sünder. Und dabei sagt uns die Heilige Schrift, dass es nie um eine äquivalente Bestrafung geben kann, denn diese Bestrafung hieße Tod oder Ausgrenzung aus der Gemeinschaft. Das wird dem Sünder erlassen. Das hat Jesus mit seinem Sterben auf sich genommen und getragen. Und in welch grauenvoller Weise haben wir eben noch in der Passion nach Lukas gehört. Aber was vom Sünder gefordert ist,
ist eine Umkehr, wieder Kind zu sein, Sohn zu sein, Tochter zu sein. Und diese Umkehr, liebe Schwestern und Brüder, die ist nicht billig zu haben. Die kostet etwas. Sie kostet Leiden. Und immer wer etwas anderes sagt, entfernt sich vom Boden der biblischen Botschaft. Die immer mit Leiden verbundene Umkehr, wieder Kind zu sein, weil Gott nicht aufhört, Vater zu sein. Christus nimmt das auf sich. Und wenn wir sühnen, dann sind wir sozusagen in dieser Spur Jesu. Nicht als würden wir dem, was Jesus da gewirkt, was er in seinem Tod ausgehalten hat, irgendetwas noch drankleben oder etwas anfügen. Nein, darum geht es nicht. Wir erkennen in dem, was Jesus aushält, wie er sich am Kreuz in seinem Leiden zeigt. Und immer wieder, wir müssen es jedes Jahr, auch wenn wir es am Karfreitag in der Version nach Johannes hören, wir müssen uns am stärksten davon betreffen lassen, wie Jesus schweigt. Es gibt von Jesus vor Pilatus, vor diesem römischen Verbrecher, nicht ein einziges Wort gegen Gottes auserwähltes Volk. Das sollten wir sehr nah an uns heranlassen. Auch die schismatischen Brüder, die sich ja immer an der Karfreitagsfürbitte an solchen Dingen abarbeiten, sollten sich dies ins Stammbuch schreiben lassen. Es gibt von Jesus Christus kein Wort gegen das auserwählte Volk Gottes vor Pilatus. Nicht vor einem Römer, nicht vor einem Heiden. Intern Auseinandersetzung, ja. Durchaus Streit um die Wahrheit, aber nie nach außen. Es gehört zu den berührendsten Stellen, wo Jesus in der Passion schweigt. Und am meisten, an den allermeisten Stellen, schweigt er. Auf diese Maskerade des Herodes, der ja nur noch ein Titelkönig ist, eine Lachnummer der Antike, bewegt Jesus keine Lippe. Der Evangelist schweigt darüber, ob es Verachtung ist, Mitleid, Verständnis. Aber Jesus schweigt. Wir erkennen in Jesus am Kreuz eine gekreuzigte Liebe, die alles um unseretwillen auf sich nimmt und trägt und so Sühne leistet. Und wenn wir von Sühne sprechen, heißt es, dass wir diese gekreuzigte Liebe Gottes als Geschenk annehmen und dass wir in diese Spur Jesu hineingehen. Die Art und Weise, wie diese gekreuzigte Liebe Jesu angenommen wird, das ist unsere Sühne. Wie Christus unsere sündhafte Existenz, Paulus spricht vom alten Adam, wie er sie annimmt, trägt, wirklich akzeptiert in ihrer Leiblichkeit, in ihrer Fleischlichkeit, in ihrer Versuchbarkeit. Wir sollten das nicht immer von Jesus wegminimieren. Das ist dann immer so eine wunderbare Rechenaufgabe. Jesus ist ganz toll, minus alles das, was uns schwerfällt. Weil das war ja bei Jesus nicht. Wir sind Heretiker der alten Kirche, wenn wir das tun. Doketisten nannte man die früher. Jesus hat nur zum Schein einen Leib angenommen. Das war alles groß, eine göttliche Maskerade. So ähnlich wie bei Herodes. Gar nicht so richtig. Nein. Alles, was nicht angenommen ist von Christus, ist nicht erlöst, sagen die alten Kirchenväter. Tertullian, der älteste lateinische Vater, zuallererst. Und so geschieht Sühne. Dass Jesus das alles aufnimmt, unsere Menschlichkeit, unsere Sündhaftigkeit trägt. Und Paulus sagt an einer Stelle dieses geradezu skandalöse Wort, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Und so geschieht Sühne. So und nur so, in dieser Spur der gekreuzigten Liebe, wird das Böse gebrochen, zu allen Zeiten. Damals, liebe Schwestern und Brüder, wie heute. Wir sollten uns davon wahrhaft betreffen lassen, damit sich dieses Wort, was Bischof Felix sagte im Blick auf die Karwoche, damit es uns begleitet in diesen Tagen. Man wird durch die Feier der Karwoche tiefer in das Christsein hineingeführt.